Lum, di-dum, di-dum. So, dale, da sind wir. Dann klemmen wir den Motor mal an. Ich würde sagen, wir klatschen den auf die Seite hier. Zack. Können wir einstellen, wie schnell wir drehen wollen. Je mehr Geschwindigkeit, umso mehr Strom verbraucht er. Wir lassen es jetzt erstmal auf 32. Dann müssten wir hier, ach, die müssen wir erstmal bauen. Müssen wir drüben die Rolling-Dingsbums wieder anbauen. Erde, Erde, Erde. 1, 2, 1. Das Rolling-Ding wieder anklemmen. Zack. Und die Kupfer, warte mal. Kupfer reinschmeißen. So. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Fertig. Da haben wir sie. So, dann waren das ja die Copper Rods. Dann waren das Slime Balls und Andesite, glaube ich. Slime Balls, Andesite. Genau. Machen wir direkt 6 Stück. Zack. Haben wir das. So, dann können wir mein Inventar mal anfangen leer zu machen. So. Superglue. Das. Das soll alles mal da rein. Ach. So. Superglue. Muss da rein. So. Cutter Dings. Der Rest ist hier. Bau. Zeugs. Und dann haben wir hier noch das und das. So, theoretisch brauchen wir jetzt nur noch das. Beziehungsweise wir werden mit Sicherheit nochmal einen Strommast bauen müssen. Zwei haben wir noch, das ist nicht viel. Wir nehmen nochmal. Zack. So. Gut, wenn wir von hier nochmal abgreifen, dann würden wir, ich sag mal, hier vielleicht nochmal einen hinbauen. Wie hoch sind wir denn da gegangen? 1, 2, 3, 4, der fünfte und dann beiseite. Ach, toll. 1, 2, 3, 4. Der fünfte. Und dann rechts und links jeweils eins zur Seite. So. Dann klatschen wir. Auf der Seite sind wir. Hier mal einen drauf. So, dann müssten wir theoretisch hier connecten. Und da connecten, das geht. Wie steht er hier? Der müsste auf Non stehen, ja. So. Dann müssen wir oben erstmal einen dran klatschen. Hier erstmal einen dran klatschen. Den klatschen wir mal hier oben dran. Und sagen Kabel. Und ich hoffe, das reicht. Kabel, ja, reicht. So. Theoretisch müsste der jetzt connecten, oder? Ja, jetzt hat er connected. So. Jetzt müsste der Aufzug theoretisch funktionieren.
Ja, ein bisschen blöd. Also schneller fahren könnte er auch. Bisschen blöd, dass das jetzt hier mit dem Holz so ist. Vielleicht fällt uns da was Besseres ein. Warte mal. Jetzt komme ich da unten nicht ran, ne? Wenn ich den abbauen, ja. So. Wir sagen hier wieder U-Bahn. Und nennen das minus 1. Open all, ja, weil eh egal. So. Oben hat er jetzt eine 1 draus gemacht. Da machen wir dann EG wieder draus. Kann ich jetzt hier reingreifen, während er. Ja, hahaha. EG. Erdgeschoss. So. EG. Minus 1. Gut. Haben wir das. So, stellen wir den noch ein bisschen zügiger ein. 32 steht da. Wie viel Sprit nimmt? Er nimmt 60 FE pro Tick. Ah, und der dreht immer durch, ne? Der verbraucht schon relativ viel Strom, oder? Machen wir mal 48. 90 FE pro Tick. Eieiei. Er verbraucht im Moment so viel, wie wir drüben herstellen. Das ist nicht gut. Ja, aber die Geschwindigkeit ist okay. Ja. Ich finde, schneller muss es eigentlich erstmal nicht sein. Ja, können wir hier hochfahren? Ja, ein paar schicke Fensterchen rein. Türen müssen wir mal gucken. So, jetzt müssen wir mal unsere Strombilanz drüben gucken. Die müsste ja jetzt sinken, theoretisch. Macht auch. Weil wir da ja genauso viel Strom abnehmen, wie wir hier herstellen. Und da nehmen wir ja auch Strom ab. Also müssen wir den schneller drehen. Machen wir mal 88. So, dann macht er 123 FE. Und jetzt müsste es wieder steigen. Ach komm, wir haben doch die Power. Machen wir einfach mal so. Das können wir ja wieder runterregeln, wenn der hier voll sein sollte. So. Also das funktioniert schon mal. Wo wir uns dann dran gewöhnen müssen oder überlegen müssen, wie wir es dann verteilen, sind dann halt diese Stromdinger hier. So. Dann können wir hier noch ein bisschen am Häuschen bauen. Machen wir das mal hoch und das mal hoch. Ich habe ja noch Bricks gemacht. Ja, mit 16 kommen wir nicht weit, ne? Aber wir können ja schon mal so grob überlegen, wie wir jetzt das Gebäude weiterziehen. So. Ich würde sagen, machen wir den draußen oder drin? Machen wir hier die Gebäudewand oder machen wir sie hier? Bin gerade unschlüssig. Bin gerade unschlüssig. Und ich weiß nicht, ob wir ein Loch lassen müssen wegen der Kabel. Oder ob man da durchbauen kann. Wir probieren es jetzt mal aus. Man kann durchbauen. Okay, gut. Dann lassen wir es doch mal draußen. Wir müssen mehr Bricks machen. Also ist echt. Geht dann da keine Kuhhaut. Clay, 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 Clay. So. Dann, das wird ja größer. 3x3.
Und dann wird es ja hier auch nochmal durchgehen. Wo machen wir dann die Tür rein? Hahaha, das ist eine gute Frage, ne? Ich kann Fragen stellen. So. Rechts und links jeweils eine. Was meint ihr? Und der müsste eigentlich ein weiter hier rüber. Fällt mir gerade auf. Ja. Machen wir rechts und links eine Tür, obwohl dann guckt man genau auf die Dinger zu. Hier eine Tür. Man käme hier durch. Den können wir vielleicht auch direkt dran klatschen. Rechts und links eine Doppeltür, hä? So. Würde ich jetzt mal behaupten. Oder? So, das läuft ja hier auch. Das heißt, wir können das zumachen. Ich weiß nicht, ob man das zumachen kann. Ob das dann noch geht. Ja, sehr gut. Ja. Gut. Dann machen wir das so. So, dann habe ich ja noch ein paar Smoothstone mitgebracht. Jetzt müssen wir überlegen, wenn das noch eins rüber muss. Das muss ja auf die Linie, wenn es mittig sein soll, ne? Linie, 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 Linie. Sagen wir mal da. Dann würde ich gerne einen freilassen und hier irgendwie anfangen, einen Weg zu bauen. Einen Dreierweg. Oder? Ja. Nehmen wir mal einen Excavator. Na, so viel Smoothstone habe ich jetzt nicht. Ein Dreierweg. So, gucken wir, wie weit wir mit den Steinen kommen. Hier quasi unsere Straße. Aufzug. Ja, da müssen wir noch mal gucken, ob wir den vielleicht verlegen. Mehr hier hinten hin oder so. So. Ja. Ich glaube, das wird's. So, da müssen wir überlegen, was wir hier noch alles hinbauen wollen. Wir können also quasi unsere Mühlsteine hierher holen, was auch Sinn machen würde. Dann würden wir umso schneller Eisen generieren können oder sonstiges. Wir müssen überlegen, also Strom haben wir ja jetzt erstmal. Das können wir ja noch erweitern. Und wie viel... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel er abnimmt. Na, weil hier machen wir ja 147.000. Wahrscheinlich können wir eh noch mehr von diesen Dingern dahin machen. Pro Maschine alleine schon, um mehr Strom zu machen. Vermute ich jetzt mal. 3,3, also Strom kriegen wir. Dann müssen wir uns natürlich einen Crafting-Bereich bauen. Wir müssen uns nochmal vielleicht ein Lager bauen. Wobei wir jetzt kein Hightech-Lager haben. Wir haben ja eigentlich nur das Pipe-System. Mit dem Storage-System. Ja. So, mal gucken, aber das sind zumindest die wichtigsten Sachen hier haben. Gut, ihr könnt ja mal ein, zwei Vorschläge machen, was wir alles hier aufbauen sollen. In der Zwischenzeit kann ich ja mal hier noch ein paar Bricks sammeln und hier schon mal weiterbauen. Ja, das müssen wir vielleicht auch nochmal verlegen, aber das scheint ja so gut zu funktionieren.
Was sagt unser? Ach, guck mal, Kohle mehr. Mehr Kohle, als wir brauchen. Also das läuft. Das läuft. Das ist also ausreichend. Da können wir also wirklich mit dieser Baumfarm können wir auch noch einen zweiten unterhalten. Da sehe ich mir keine Gedanken. Ja. Gut. Ja, dann bauen wir uns eine schöne Backsteinstadt hier auf. Eine kleine. Und dann können wir schon mal überlegen, wie wir weitermachen wollen, so grob. Ja. Ich habe auch nochmal geguckt. Es gibt wieder, was weiß ich, wie viele Add-ons noch für Create, die neu sind. Muss ich mal gucken, ob da irgendwas Sinnvolles bei ist, dass wir das noch dazufügen. Aber wir haben ja noch so viele Add-ons, die wir noch gar nicht ausprobiert haben. Wir können ja zum Beispiel auch noch mit Diesel arbeiten, ne? Und mit diesen Tesla-Elektromotoren und. Alter, wir haben noch so viele Möglichkeiten. Und den Weltraum können wir ja auch noch. Wir haben ja auch noch unseren Ad Astra drauf. Und eine schöne Eisenbahn bauen. Ich habe mir schon überlegt, wenn wir hier mehr oder weniger fertig sind, dass wir eventuell eine schöne Zugstrecke hier hinten rüber machen. Hier irgendwo. Na, da war ja auch relativ schickes Gelände, glaube ich. Oder wir gucken mal, wir können auch hier nochmal gucken. Ins Eis will ich nicht. Ja gut, schauen wir mal. Oder wir besetzen das Gebäude, das haben wir ja noch heile gelassen. Machen da irgendwas rein. Müssen wir mal gucken. Ja, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bastel noch ein bisschen, crafte ein bisschen, mach noch Steine und etc. und überhaupt und so. Und gehe nochmal hier in unsere Clayhöhle rein. Da liegt noch jede Menge Clay. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ne? Bis dann. Tschüss. Holdrio und willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme. Ja, ich habe hier ein bisschen weitergebaut, umgebaut, ergänzt etc. Wie ihr seht, also da hat sich erstmal nichts weiter getan. Hier haben wir schon mittlerweile 13,6 Mega FE. Ich habe die Pfosten eins weiter versetzt, habe ein paar Laternchen dran gemacht, habe die Pfosten mal ein bisschen weiter gezogen, habe den Aufzug neu verkabelt, habe hier neu verkabelt, bin einmal rum. Habe hier schon mal angefangen auszubauen und Glas zu setzen. So hatte ich mir das überlegt. Könnte es ganz gut aussehen, wenn man so einen Glaskasten hat. Ja, Zugänge gemacht, rechts und links. Ja, ja. So könnte es dann aussehen. Den habe ich schon mal vergrößert. Ne, in 3x3. Ja, läuft, würde ich sagen. Hier hat man den Zugang, muss natürlich noch schöner gemacht werden, dass man hier einmal rumlaufen kann. Kohle. Na? Ah, jetzt kann ich die Kiste nicht mehr aufmachen, weil ich einen Stein drüber gesetzt habe. Egal, aber wird schon passen. Da ist 247 Scharkohle drin. Das passt schon. So. Hier habe ich schon was vorbereitet. Zack. Hat nämlich schon mal 12 Kupfer durchgepresst. Weil wir werden uns noch ein oder zwei Elektromotoren bauen. Und ich habe mir überlegt, wir machen hier drüben erstmal eine Produktionshalle. Und zwar so eine kleine für Sachen, die man machen muss. Ne? Wir holen uns das Crafting Grid hier rüber. Holen uns oder bauen eins, zwei, ich sag mal mehr oder weniger manuelle Straßen auf, um Schienen zu bauen. Um, ach, was weiß ich, was man da alles basteln muss, dass das nicht immer alles drüben ist und nicht händisch gemacht wird. Das hatte ich mir so überlegt. Gut, ich glaube, ich habe noch ein paar Steinchen. Ach, können wir später auch machen. Machen wir später hier die Straße fertig. So, fahren wir erstmal rüber und bauen uns noch ein paar Kupfersachen. Beziehungsweise Elektrosachen, die wir so brauchen. Fahren wir mal runter zur U-Bahn.
Dum-di-dum-di-dum. So, guten Tag, Herr Zugführer. Oh, haben Sie Ihren Freund verloren? Eieiei, wo ist der denn hin? Hat der keine Lust mehr? Na ja, gut. Ach, da ist er ja wieder. Nanu? Haben wir geschlafen? Unterm Sitz oder was? Hä? Gibt's ja wohl nicht. Was mir gerade einfällt, haben wir eigentlich schon mal die Barrels hier benutzt? Ich meine, wir können auch Sachen transportieren. Lass mal gucken. Haben wir da schon mal was benutzt? Nö, nö. Nö. Ja, könnten wir eigentlich mal machen, ne? Ja, ja. So. Extra Barrels verbaut und dann benutzen wir sie nicht.